Irgendwie. Ruf ihn ergreifig. Sie verpasste im Vorjahr in Stockholm nur knapp eine Medaille auf diesem, an diesem Gerät. Vierte am Balken wurde sie. Oh. Haben Sie gesehen? Ein Flickflack am Ende mit einer Drehung über den Handstand. Gestern hatte sie Pech, stürzte zweimal am Stufenbahn, stieg ab. Das war natürlich somit das Schwierigste, was es hier gibt. Ein Flickflack wie am Boden geturnt, mit geschlossenen Beinen und daraus ein Salto rückwärts gehockt. Mit ganzer Drehung. Auch ein solcher schwieriger Flickflack, nicht gespreizt, sofort gefolgt von einem gymnastischen Sprung. Und der Salto am Ende, der Doppelte, der war gebückt. Also hier steckten schon wesentlich mehr Schwierigkeiten drin und wurden auch fast optimal angeboten. Noch einmal die Angangssituation, Salto vorwärts, die Schrittstellung. Jetzt kommt ein gespreizter Flickflack, noch einer und dann diese Drehung über den Handstand. Erster Sprung, 9,425. Jelena Piskun hatte 9,43.